Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler und willkommen zurück in meiner Hobby-Ecke. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute mit euch in meiner Küche. Ich habe euch ja im letzten Vlog gefragt, was ihr gerne zuerst sehen möchtet. Soll ich erst Wolle färben oder soll ich erst die schicke Kissenhülle nähen? Und die meisten von euch haben sich dafür ausgesprochen, erstmal ein Wollfärbevideo sehen zu wollen. Und das ist mir natürlich eine große Freude, das für euch zu drehen. Ich habe schon meinen ganzen Tüdelkram hier hingestellt, damit wir auch gleich loslegen können. Heute ist Freitagnachmittag, Arbeitswoche ist vorbei und ich habe jetzt so ein bisschen Zeit, mit euch ein bisschen mit Wolle und Säurefarben rumzuspielen. Der Freund, der ist heute nämlich auswärts unterwegs. Ein guter alter Freund von ihm feiert heute Geburtstag. Von daher kann ich mich heute so richtig schön breit machen hier in der Küche. Worum geht es eigentlich? Ich habe euch im letzten Vlog ja schon gezeigt, dass ich gerne den Sigi Interrupted Schal häkeln möchte. Und das ist ein relativ großer Schal, der aus 5 verschiedenen Farben besteht. Ich habe euch ja schon in einem anderen Vlog erzählt, dass ich es mir angewöhnt habe, wenn ich mit Säurefarben färbe und die Säurefarben noch nicht so richtig gut kenne, erstmal Teststränge zu machen und zu gucken, okay, wie hoch ist die Säurefarbe oder das Säurefarbenpulver pigmentiert und wie wird das von der Wolle aufgenommen. Da hat sich natürlich in letzter Zeit so ein kleines Sammelsurium entwickelt, von dem ich jetzt zehren kann. Das heißt, ich muss jetzt nicht nochmal erst einen Teststrang färben, bevor ich dann die endgültigen Stränge fertig habe. Deswegen habe ich mich schon für eine schöne Farbkombination entschieden. Hintergrund meiner Überlegung war, dass ich diesen Sigi Interrupted eher so zum Ende des Jahres tragen werde, beziehungsweise auch erst so im Spätsommer, Herbst, Winter natürlich. Das soll natürlich dann auch farblich ganz schön passen. Deswegen habe ich mich jetzt schon ein bisschen noch vor dem Sommer für eine Herbstkombination entschieden, die aber einfach in meinen Kleiderschrank passt und das soll sie ja auch, denn ich möchte den Schal natürlich ganz oft tragen und zu allen möglichen Kleidern tragen, die ich ja nun mal ständig trage. Aber nicht mehr so viel schnacken, jetzt zeige ich euch erstmal die Kombination. Das soll sie einmal werden. Wir haben hier also einmal ein Avocado-Grün, ein schönes Gold. Das hier ist Ecru. Es hat also einen Beige-Stich, beige-braun so ungefähr. Dann haben wir hier eine helle Variante eines Antique Mauve. Und zu guter Letzt einen richtig schicken Aubergine-Ton. Das sind also die Farben, die es werden sollen und auch in der Stärke, wie ihr sie hier sehen könnt. Also ein starkes Grün, ein starkes Aubergine und in der Mitte relativ neutrale, etwas abgetönte Farbvarianten der jeweiligen Farbe. Ich glaube, die Kombination ist ganz schön. Da kann man sich natürlich drüber streiten, ist ganz klar. Aber ich fand die jetzt wirklich schick und passend für meine Klamotten. Ich meine, wenn ihr mir schon länger folgt auf Instagram oder bei YouTube zuschaut, ihr wisst, dass ich auf diese Farben stehe und dass die Farben auch irgendwie in irgendeiner Weise immer wieder in meinen Strickprojekten ein Zuhause finden, würde ich jetzt mal sagen. Wie ich diese Farben gefärbt habe, habe ich natürlich auch festgehalten. Ich bin ja ein bisschen pedantisch, was das angeht und habe hier die einzelnen Konzentrationen aufgeschrieben, die mich dann zu diesen einzelnen Farben geführt haben. Das ist schon ganz hilfreich. Das Problem, was ich aber noch so ein bisschen habe, ist, dass ich insbesondere diesen schicken Goldton hier angemischt hatte. Das ist ein Honiggelb. Und ihr kennt vielleicht diese Farbkarten zum Mischen von den Primärsäurefarben. Und da hatte ich damals dieses Honiggelb gewählt. Ja, was die Rezepte auf diesen Farbkarten angeht von Lovotex, ist, dass die nicht ganz zuverlässig sind.
Bei dem Goldton Gott sei Dank schon, aber ich habe mal versucht, andere Farben zu mischen. Auch Lavendelblau oder mal Auberginen. Ja. Bisher ist mir nur dieses Honiggelb gelungen. Von daher werde ich das jetzt auch noch mal anmischen. Mit euch zusammen euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dann werden wir jetzt bald die Stränge färben. Was ich noch zum Färben brauche und was ihr vielleicht auch zum Färben braucht, wenn ihr auch mal mit Säurefarben färben wollt, ist eine Briefwaage oder eine sehr, sehr sensible Waage, die auch ganz, ganz geringe Mengen messen kann. Ich habe hier so ein kleines süßes Exemplar, habe ich mir mal bei eBay oder so gekauft. Ich weiß es gar nicht. Was hat das gekostet? 10 Euro. Und die kann eben ganz, ganz geringe Mengen abwiegen, bis 50 Gramm und ist bis auf 3 Nachkommastellen genau. Dann gibt es hier noch so ein kleines Pfännchen dazu. Da mache ich dann immer mein Farbpulver rein. Und ich habe von meinem Freund natürlich wieder Spezialwerkzeug bekommen. Und das hier ist so ein kleiner Spachtel. Spatel? Spatel? Ich weiß es nicht. Und hier hinten ist noch so ein kleiner süßer Löffel dran, ne? Damit kann man natürlich richtig schön präzise dosieren. Es geht aber auch eine Messerspitze, ne? Also ihr braucht hier nicht so ein fancy Zeug. Ihr könnt auch einfach eine Messerspitze vom Farbpulver abwiegen und dann ist auch gut. Genau, das sind so die Sachen, die ich benötige. Jetzt schnacke ich aber nicht lange. Jetzt suche ich erstmal die Farben raus. Meine Lieben, ich habe jetzt noch mal so ein bisschen in meinem Färbebuch rumgeschaut und geguckt, welche Konzentrationen ganz gut passen würden. Ich bin jetzt bei dem Ecru auf 3% gekommen. Normalerweise sagt man, man soll immer so 2% von Säurefarben auf 100 Gramm oder auf eure Wollmenge gerechnet nehmen. Hier musste ich deutlich mehr nehmen, weil, wie gesagt, dieses Ecru ist sehr schwach pigmentiert. Dieses helle Antique Mauve, da habe ich jetzt 0,5% für verwendet, um diesen Farbton hinzubekommen. Aubergine ist schon bei 0,25% tatsächlich so intensiv geworden. Avocado liegt auch bei 0,5% und das Honiggelb ist entstanden bei 2% Säurefarben auf 100 Gramm Garngewicht. Und genau mit diesen Konzentrationen arbeite ich jetzt. Ich schreibe euch das auch noch mal alles in die Infobox. Und dann geht es jetzt auch schon los. Als erstes müssen wir natürlich das Honiggelb erstmal anrühren. Aber bevor wir das machen, zeige ich euch erstmal die Färbeutensilien. Zum Färben mit Säurefarben braucht ihr natürlich auch Utensilien, die ihr ausschließlich fürs Färben verwendet. Ich habe hier so einen alten Deckel und so einen alten Pott, Gummihandschuhe. Außerdem habe ich noch so ein feines Sieb für Sprenkel oder so. Habe ich noch nicht so oft benutzt, ist auch noch ziemlich neu. Ich habe einen Holzlöffel, ich habe noch mal so einen Plastiklöffel und einen Messbecher. Und außerdem habe ich hier auch noch 3 Gläser. Und die nehme ich eigentlich immer, um vorab die Säurefarben zusammenzumischen und zu gucken, wie intensiv die Farben eigentlich sind, schon im Glas. Da kann man immer schon so ein gutes Gefühl für bekommen, wie intensiv die Farben nachher werden. Wenn man da richtig durchschauen kann, dann kann man davon ausgehen, dass da jetzt nicht so viel Pigment drin ist. Wenn ihr eine richtig schwarze Plörre habt, dann wisst ihr, okay, da ist viel Pigment drin, das wird eine richtig dunkle Farbe. Ich räume jetzt erstmal hier so ein bisschen alles hin, dass ich arbeitsfähig bin und dann erzähle ich euch gleich, wie ich das Honiggelb anrühre. Thank you.
So, meine Lieben, ich habe jetzt soweit alles vorbereitet und mein Plan ist jetzt, dass ich zunächst die hellen Farben färbe, also erst Ecru, Honiggelb, Antique Mauve und dann erst die dunklen Töne Avocado und Aubergine. Ich hoffe, dass ich das Wasser dann so lange benutzen kann und nicht ständig wechseln muss zwischen hellen und dunklen Farben. Bei Säurefarben lässt man die Wolle ja auch so lange im Farbbad, bis das Wasser wieder ganz klar ist. Aber so alle Farbpartikel bekommt man nie ganz raus. Und damit das nicht so auffällt, färbe ich immer von hell nach dunkel. Das ist der ganze Hintergrund. Meine Lieben, das Färben hat ein Ende gefunden. Die Dunstabzugshaube ist endlich aus und ich kann wieder mit euch sprechen. Ich habe jetzt alle Farben fertig und wir schauen uns das mal an. Also, wir haben das schöne Avocado-Grün, Honiggelb, Antique Mauve, unseren Ecru-Ton und gerade frisch rausgekommen die Aubergine. Damit sind die Farben jetzt schon mal fertig. Das, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Wollen so nach und nach abkühlen. Ich versuche, diesen Prozess immer etwas zu beschleunigen, weil ich ja so ungeduldig bin und fange immer an, mit heißem Wasser abzuspülen und dann immer kälter zu werden von der Wassertemperatur, damit die Wolle nachher bei handwarmem Wasser gespült werden kann. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe gerade bemerkt, dass ich euch eine völlig falsche Farbe genannt habe. Und zwar habe ich gar nicht Aubergine färben wollen, sondern Cabernet. Und jetzt habe ich noch mal ganz fix einen Strang Cabernet nachgefärbt. Der sieht jetzt noch ziemlich dunkel aus. Ich zeige es euch nochmal. Ihr könnt den Unterschied wahrscheinlich jetzt nur ganz marginal sehen. Aber das hier ist Cabernet. Das ist die eigentliche Farbe, die ich haben wollte. Und das ist der Aubergine-Ton. Also ihr seht, diese Farbe ist deutlich wärmer und deutlich rötlicher. Und hier sind mehr blaue Anteile drin. Gott sei Dank ist mir das noch aufgefallen. Aber jetzt haben wir glücklicherweise die richtigen Farben zusammen. Das wäre ja ärgerlich gewesen. Aber das zeigt eben auch, dass es Sinn macht, so kleine Teststränge zu haben, um die Farben immer noch mal nachprüfen zu können. Ich habe mir auch überlegt, dass ich meine Teststränge jetzt hernehme
und da auch noch mal die Prozente von Färbemitteln und dann auch die entsprechende Farbe draufschreibe mit so kleinen Klebchen. Das wäre mal eine Maßnahme, damit das nicht nochmal passiert. Aber Unglück abgewendet und jetzt sind alle wichtigen Farben gefärbt und fertig. So, meine Lieben, das war's jetzt erstmal mit dem Färben für heute. Bin jetzt auch ganz schön platt und habe auch ein bisschen Hunger. Ich muss mir jetzt erstmal noch was zu essen machen. Was wollte ich euch noch sagen? Genau, also diese Farben hier sollten es ja jetzt werden, also bis auf diesen Auberginenton. Ich zeige euch morgen die Ergebnisse. Hoffentlich morgen schon, ansonsten am Sonntag, wenn die Wollen dann komplett durchgetrocknet sind. Und dann schauen wir mal, wie dicht wir an dieses Ergebnis herangekommen sind. Für alle Putzteufel unter euch, bei denen die Säurefarben eher auf den Oberflächen gelandet sind als auf der Wolle, habe ich noch einen kleinen Putztipp für euch. Und zwar habe ich ja auch relativ wertvolle Oberflächen hier, auf denen ich gearbeitet habe. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der überall Folie auslegt. Von daher musste ich mir etwas überlegen, damit die Schandtaten der Färberei wieder kaschiert werden können. Und ich habe hier ganz einfach diese Putzradierer oder Zauberschwämme, werden die manchmal auch genannt. Die macht man so ein bisschen feucht und dann könnt ihr über die Oberflächen gehen. Und dann sind die Säurefarben bisher bei den meisten Oberflächen bei mir wieder weggegangen. Also bei der Keramik, beim Edelstahl oder auch bei der Holzoberfläche. Wenn ich das so ein bisschen feucht gemacht habe und drauf rumgeschrubbert habe, dann war das wirklich super schnell wieder sauber. Ihr seht, den hier habe ich gerade in Benutzung. Da ist ganz viel Farbe drin, aber funktioniert immer noch einwandfrei. Wie gesagt, falls noch mal was an denen geht, die Dinger hier sind eure besten Freunde. Ja, was steht bei mir heute noch an? Eigentlich nicht mehr so viel. Es ist jetzt auch noch gar nicht mal so spät, 5:30, 6. Ja, ich mache mir jetzt, glaube ich, noch mal eine Scheibe Toast mit einem Spiegelei oder so. Irgendwas Schnelles, Leichtes, ein paar Tomaten und Gürkchen dazu. Das reicht für heute. Ich werde jetzt noch so ein bisschen stricken nach dem Essen und noch ein Film Harry Potter gucken, glaube ich. Das Wetter ist richtig bescheiden draußen. Es regnet, es ist grau, es ist dunkel. Ich brauche hier schon überall die Lichter an. Das ist nicht schön. Aber eben auch die richtige Zeit und die richtige Atmosphäre, um einen gemütlichen Harry Potter Film zu gucken. Und das werde ich heute noch machen. Noch so ein bisschen stricken. Und dann bis morgen früh.
heute ist Sonntag. Jetzt schauen wir uns aber noch mal zusammen die gefärbte Wolle an. Ich habe sie hier schon einmal bereitgelegt zur Erinnerung. Das waren ja die Farben, die wir gefärbt hatten. Die hier hatte ich ja unfalltechnisch gefärbt. Die wollte ich gar nicht haben, aber das war ja jetzt so die Farbkombination, die ich für den Ziggy Interrupted ausgewählt habe. Und hier liegen schon die ganzen großen Varianten und die schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Die erste Farbe und hellste Farbe war ja der Ecru-Ton bzw. so ein schönes Haferbeige. In der Kamera kommt das jetzt ziemlich hell rüber. Ich werde euch auf jeden Fall noch mal ein paar andere Schnittbilder dazu reinpacken. Insgesamt hat sich die Farbe schön gleichmäßig auf dem Strang verteilt, aber bei so hellen Farben fällt das auch nicht so auf, wenn an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr oder weniger Farbe drauf gekommen ist. Dann geht es weiter mit diesem schönen Honiggelb. Hier sieht man schon eher, dass die Farbe nicht ganz gleichmäßig aufgetragen wurde. Dann habe ich hier dieses schöne Avocado-Grün, das etwas heller geworden ist, als ich dachte. Ich habe auch ein bisschen weniger Farbstoff genommen, weil ich es nicht ganz so grün haben wollte wie auf meinem Teststrang. Das hier ist also doch nochmal der Teststrang. Und das ist das Ergebnis, was ich jetzt gefärbt habe. Ich habe hier tatsächlich nur, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich hätte 0,5 Gramm nehmen müssen und ich bin, glaube ich, nur bei 0,4 Gramm gelandet. Also 0,1 Gramm weniger, als ich eigentlich hätte nehmen müssen. Und ihr seht, das ist doch etwas heller geworden. Finde ich aber auch sehr gut, hatte ich auch beabsichtigt, damit das gute Stück insgesamt nicht zu dunkel wird und die Farben so ein bisschen sich angleichen. Auch hier haben wir wieder so semi-solid Farben herausgefärbt. Ist alles schön gleichmäßig geworden, klar. Es gibt immer mal ein paar Stellen, die heller und dunkel sind, aber im Großen und Ganzen ist überall Farbe dran gekommen. Oh, das finde ich schon mal richtig gut. Man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen, wenn man was Neues ausprobiert. Dann haben wir hier diesen schönen, schicken Antique Mauve Ton. Auch der changiert wieder in den Farbtiefen. Wir können ja hier auch noch mal das Testgarn dazu nehmen. Es ist schon ziemlich dicht dran, würde ich sagen. Vielleicht ist der große Strang ein ganz kleinen Tick dunkler, aber das macht gar nichts. Ist auch super schön geworden. Und hier haben wir dann den... Oh je, jetzt ist ja alles durcheinander gekommen. So. Und hier haben wir dann den Cabernet-Ton. Das ist die dunkelste Farbe im Ensemble und auch die schönste, die interessanteste, wie ich finde. Eine meiner Lieblingsfarben. Und ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen und werde das jetzt auch demnächst dann mal aufwickeln zu verstrickbaren Garnkuchen oder Jarnkeks, wie man auch sagen kann. Ja, wie gesagt, ich bin super zufrieden. Ich habe noch nicht so oft mit Säurefarben gefärbt und es gibt da draußen bestimmt auch Leute, die sagen, ach, ich schmeiße einfach mal alles in den Pott und gucke, was passiert. Das würde ich euch auch empfehlen, da ohne Ängste und Bedenken tatsächlich ranzugehen und einfach mal auszuprobieren. Ihr könnt nicht viel falsch machen. Wie gesagt, habt immer ausreichend Wasser im Pott. Also das ist das, was ich auf jeden Fall sagen würde. Dann braucht ihr euch eigentlich nur zwischen Zitronensäure entscheiden und Essig, Haushaltsessig könnt ihr wunderbar nehmen. Und dann lässt man einfach das Garn so lange im Wasser. Es sollte, glaube ich, auch nicht kochen. Also es soll schon heiß sein, aber kochen nicht. Und dann lässt man die Garne einfach so lange drin, bis die Farbe raus ist, beziehungsweise bis das Wasser klar geworden ist. Ihr seht also, ihr braucht da eigentlich gar keine Angst vor haben. Wenn ihr jetzt auch nicht so eine feine Waage habt, dann fangt einfach mit einer Messerspitze an und arbeitet euch dann einfach hoch. Wie gesagt, das ist
Das muss keine Wissenschaft sein, das soll auch keine Wissenschaft sein. Das ist was, wo ihr kreativ werden könnt, wo ihr euch ausprobieren könnt. Ein bisschen Lehrgeld muss man, glaube ich, immer zahlen, wenn man was Neues lernt. Ich schreibe euch auf jeden Fall in die Infobox nochmal die Details, die ich jetzt verwendet habe, damit ihr da nochmal nachlesen könnt, wie ich so vorgegangen bin. Falls ihr da nochmal ein paar mehr Informationen braucht. Und dann kann ich nur sagen, ran an die Töpfe und los geht das Färben. Also es ist wirklich was, was süchtig macht. Und ich freue mich jetzt schon sehr, den Sigi Interrupted zu häkeln, jetzt im Sommer anzufangen und dann ist er hoffentlich im Herbst fertig. Und dann zeige ich euch immer mal so Stück für Stück dann im nächsten Podcast, wie weit ich gekommen bin und wie die Farben sich entwickeln. Genau. Also, ich werde jetzt erstmal mir noch dieses kleine Leibchen hier schnappen. Und heute Nachmittag so ein bisschen daran rumwerkeln. Draußen ist es auch heute am Sonntag überhaupt nicht so schön und gemütlich und einladend. Vielleicht gehe ich heute Abend noch mal eine Runde mit meinem lieben Freund. Und dann ist das Wochenende leider auch schon wieder vorbei. Aber ja, ich werde das jetzt hier erstmal stricken. Ich hoffe, euch hat der Vlog mal wieder gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Außerdem habe ich auch einen neuen Podcast in Bearbeitung. Der kommt dann hoffentlich auch die nächsten Wochen zu euch in die Infobox geflattert. Ihr könnt mich bei meinen Schandtaten in der Hobby-Ecke auch gerne weiterhin bei Instagram verfolgen. Da poste ich immer meine Updates, also scheut euch nicht. Und falls ihr noch ein bisschen mehr Anregung braucht, schaut doch einfach auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es noch ein paar andere Vlogs und Podcasts, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bleibt gesund, bleibt kreativ, traut euch mal was Neues, vielleicht mit Säurefarben. Und dann bis ganz bald. Tschüss!